Hallo zu diesem Yamaha-Video. Mein Name ist Andreas und ich möchte heute mal über das Thema Alexa-Sprachsteuerung bei Yamaha Musicast sprechen. Und zwar ist es da ja so, dass man bei der Alexa-Sprachsteuerung zwei verschiedene Möglichkeiten hat. Es gibt einmal den Alexa Smart Home Skill und den Alexa Custom Skill. Der Custom Skill ist von Yamaha selbst programmiert, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben definiert, welche Sprachbefehle es gibt, welche Funktionen diese Sprachbefehle bedienen können, weil der Unterschied ist nämlich, dass man bei dem von Amazon gelieferten Smart Home Skill relativ eingeschränkt ist in der Funktionalität. Der Satzaufbau, wie man dann mit Alexa spricht, ist allerdings auch unterschiedlich. Also der Smart Home Skill, das sind Sätze wie Alexa, schalte Wohnzimmer ein. Das ist ein typischer Befehl für einen Smart Home Skill Befehl. So, was eben bei einem Smart Home Skill nicht geht, ist ein Befehl, gerade bezogen auf unser Musicast-System, Multiroom, also Räume miteinander zu verbinden. Das kann der Smart Home Skill nicht, dafür mussten wir unseren Custom Skill programmieren und da hat man dann einen Satzablauf, einen Wortlaut wie Alexa, sage Musicast, verbinde Wohnzimmer mit Küche. Und dann werden halt eben die beiden Räume miteinander verlinkt und spielen die gleiche Musik. Das geht nur mit einem Custom Skill. Und die Unterschiede und auch was es für Beispielbefehle gibt, findet man auch bei uns auf der Homepage. Das können wir euch hier mal eben verlinken. Und da kann man mal die Unterschiede sehen, ja, und auch wie so Satzbeispiele sind. Und da gibt es noch deutlich mehr Befehle, also man kann zum Beispiel auch mit dem Custom Skill eine gesamte Gruppenlautstärke erhöhen. Also wenn man jetzt eine Gruppe hat, Wohnzimmer, Küche und vielleicht noch Terrasse, alle drei Räume spielen die gleiche Musik, den gleichen Sender. Und ich möchte jetzt alle drei Räume in der Musik, in der Lautstärke anheben, in der Musiklautstärke. Und in der App ist das ja ganz einfach, da habe ich einen Regler dafür. Aber wie mache ich das jetzt halt eben bei einem Sprachbefehl. Und im Custom Skill Befehl ist es halt so, dass ich sage, Alexa, sage Musicast, Gruppenlautstärke Wohnzimmer erhöhen. So, und dann wird die ganze Gruppe lauter. Weil Wohnzimmer ist in dem Fall mein Master für die Gruppe und dann werden alle Räume lauter. Ich kann aber auch einzelne Räume aus der gesamten Gruppe lauter und leiser machen. Und das geht halt eben mit dem Custom Skill. Diese zwei Skills, den Smart Home Skill und den Custom Skill, muss man halt eben beide installieren. Man kann auch beide parallel wirklich verwenden. Also man installiert sich über die Amazon App den Smart Home Skill, den Musicast Skill, Smart Home Skill und den Custom Skill. Beide muss man sich installieren. Man kann aber auch in den Befehlen hin und her wechseln. Also man kann die Smart Home Befehle geben für einfache Sachen, man kann die Custom Befehle geben für umfangreichere Sachen. Und nun würde ich sagen, viel Spaß beim Sprachsteuern und wir packen euch nochmal die Infos und die Links unten in die Videobeschreibung und dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss.